Krass. Auf einmal sind da 7 und 6. Wir haben keine freien Siedler. Okay. Ja, dann komm mal ein bisschen Geschwindigkeit beschleunigen. Eigentlich hatte ich gesagt, kein Eisen mehr für den. Gut, Freunde. Die Lage ist eigentlich ganz gut. Lager ist hier unten gleich fertig. Stein wird hier abgebaut. Das heißt, wir haben auch wieder ein bisschen mehr Granit auf Lager. Wir haben die Feinde rapide zurückgedrängt. Das Gebäude wartet auf eine Besetzung. Sehr schön. Und wir kommen dem feindlichen Lager gefährlich nahe. Alles gute Nachrichten. Lager wurde fertiggestellt. Sehr schön. Wir sind bei 92% Kampfkraft. Hier können wir jetzt auch wieder zum Mehrfach angreifen. Ja, okay. Okay, jetzt kommt... Stopp, stopp, jetzt kommt der Feind. Hier. Jetzt kommen sie angerumpelt. Okay, wir sind bei 93% Kampfstärke, inklusive einer Verbesserung, inklusive... Inklusive einem Verteidigungsbonus, oder? Verteidigungsbonus, gibt's da? Wo greifen die an? Wo? Okay, die wollen jetzt hier unsere Goldproduktion verhindern. Ich sehe zwei Soldaten, ich sehe da noch einen Soldaten. Die wollen gar nicht zu uns. Hä, wo wollen die denn hin? Auf geht's, greift hier an. Wo wollen die hin? Und warum können die über so... Hä, wo laufen die denn hin? Da ist auch noch einer. Okay. Schauen wir mal. Das war der erste. Und noch so einer mit Hörnern, okay. Müsste eigentlich, also besonders wenn ich die Soldaten sehe, die hier sind. Stark. Ohne Verluste wieder. Das gibt's doch nicht. Ich kann hier nichts bauen.
Außer von ein paar Gebäuden und mehr Land hilft uns jetzt gar nichts. Warte, jetzt hier wird gekämpft. Hier. Why? Wie sind die da überhaupt hingekommen? Du kannst doch nicht einfach willkürlich über die ganze Map rennen. Das will ich mir anschauen. Die wollen die zwei Lager, die da stehen, zerstören. Ciao. Das ist dir dann wohl nicht gelungen, Junge. Echt noch die Krise. Also, ja, Freunde, natürlich, es ist nicht dringend notwendig, hier jetzt ein Lager zu bauen, aber es würde halt einiges erleichtern und das ist halt echt bitter. Wir haben hier schön viel Fläche. Wir haben hier eine echt schöne Fläche, wir können damit nichts anfangen. Boah, okay. Rot hat tatsächlich das Gebiet dort eingenommen und hat zwei Lager von Violett zerstört. Das ist natürlich jetzt, das wird auch ein heftiger Warenverlust gewesen sein. Also wir setzen uns jetzt momentan gerade ziemlich ab. Und Violett muss ganz schön wegstecken. Die große Frage ist natürlich... Schließen wir uns jetzt dem Angriff auf Violett an. Wir haben bei 103 Gold. Wir sind immer noch nicht bei 100%. 98% Kampfkraft, Freunde. Weißt was? Es tut mir leid, Kollege, aber... ich brauche dich einfach nicht mehr. Ich brauche da eher eine Steinschmelze. Klar, eine Steinschmelze brauchen wir. Ich brauche da eher eine Eisenschmelze, als dass ich jetzt da noch ein Schlosser brauche. Wo ist der nächste Spot, wo wir angreifen sollten? Das ist halt alles noch sehr gefährlich nah an unserem Haupt... Ja gut, eigentlich ist es... Eigentlich ist es klar. Ich meine, schau, wie nah die noch hier dran sind. Wir müssen eigentlich hier und hier angreifen, um das Gebiet für uns einzunehmen, damit die auch weit weg sind. Das hier oben ist auch noch nicht ganz ohne, aber ich denke nicht, dass Violett momentan in der Laune ist, uns anzugreifen, besonders nach den Verlusten, die sie erlitten haben. Möglicherweise sind da sogar noch ein paar Soldaten draufgegangen. Holzproduktion ist auf jeden Fall jetzt soweit gesichert. Das Lager ist halt auch absolut gar nicht sicher. Aber es ist, denke ich, klar, dass wenn ich die Wahl zwischen meinem Lager und meinem Hauptgebäude habe, das Hauptgebäude eindeutig mehr wiegt. Deswegen greifen wir jetzt hier an. Die Roten haben den Sieg errungen gegen die Violetten. Von der Stärke her sind die Violetten trotzdem noch vor ihnen. Das heißt, wir müssen jetzt den Roten mal einen kleinen Dämpfer verpassen. Wait, Freunde. Ich habe einmal hingeguckt und habe gesehen, wie er dreimal gehittet hat. Spannend finde ich ja, dass die Roten da oben die Violetten angreifen, anstatt uns hier. Also aus welchen Gründen auch immer, war ihnen es wichtiger, den Violetten zu schwächen als uns. Was für mich irgendwie keinen Sinn ergibt. Besonders die Position da oben, da können sie jetzt ja nichts machen. Okay, zwei Lager sind zerstört. Was noch?
Das läuft ja schon wieder grandios. Wie viel Kampfkraft? 100%? Lass doch jetzt den General ran, oder? Ja, bitte. Oh, krass. Nice, schön gemacht. Ah ja, die haben also die Gunst der Stunde genutzt und haben sich gesagt, hey, wenn er gerade am Kämpfen ist, greife ich mal an. So, jetzt ist der General dran, der haut gleich mal dem ersten auf den Deckel, sehr schön. War ein guter Zeitpunkt, war klug von Violett. Ja, das verlieren wir. Das ist eine so bittere Erfahrung, gerade jetzt bin ich gerade schon wieder übers Kabel gefahren, das ist so. Irgendwann reißt es einfach durch. Schön. Wieder, also Rot kostet uns immer viel. Krass, die kämpfen da noch. Oh. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich dachte, das wäre schon geklärt. Boah, ein Soldat ist noch da. Okay, Violett meint's also ernst. Okay. Aber im Verteidigen sind wir dann doch noch die Champs. Okay, also Rot haben wir jetzt einen Dämpfer gegeben. Das ist immer noch sehr nah am Hauptgebäude. Könnten wir Violett schwächen? Da ist Violett. Ja, ist natürlich jetzt hier ein ziemlicher Gefahrenherd, gell? Also Violett zurückzudrängen wäre vielleicht auch gar nicht falsch. Hier ist noch eine Goldschmiede. Ja, das habe ich gemeint. Die bauen sie einfach wieder. Also selbst wenn wir sie zerstören, bringt uns das nicht viel. Hier in ihre... Könnte man auch richtig schön viel Kohle erbeuten. Wir pushen halt gerade auch unsere Kampfkraft extrem. Problem ist bloß die geringe Anzahl, die relativ geringe Anzahl an Soldaten. Wohin, Freunde? Wohin mit unserer ganzen... Soldatenenergie. Komm. Wir greifen hier an und versuchen, die Kohle dort zu erbeuten. Versuchen, die Violetten jetzt ein bisschen weiter zurückzudrängen. Rot ist immer noch saugefährlich.
Eigentlich müssen wir den Bereich hier noch einnehmen. Weil dann kriegen wir sicher das Fleckchen Land hier und dann haben wir einen schönen Puffer. Das war jetzt gerade eher so dieses Prinzip. Also Violett ist stärker als Rot, warum Rot weiter schwächen? Man kann natürlich auch Rot das komplette Land nehmen und darauf spekulieren, dass man dann alle Voraussetzungen hat, um als Sieger gewertet zu werden. Stark, stark. Das hat Rot auch schon wieder schön eine Kohlemine gekostet und hat uns Kohle beschert. Ein paar Rohstoffe erbeutet. So. Das geht halt auch heftig ab. So. Unsere Kampfkraft steigt jetzt wirklich in unfassbare Geschwindigkeit. Wir haben... Ah ne, die ist noch nicht fertig. Warum ist die denn noch nicht fertig? Hier fehlen uns gerade noch Soldaten. Wir haben Granit, wir haben Holz. Ich weiß nicht, wo das Problem ist, Freunde. Ich bin zwar eigentlich der Meinung, dass wir eh schon nicht mehr schlagbar sind. Wir marschieren so Stück für Stück auf die 50% zu. Aber das Spiel ist da wohl anderer Meinung. Man kann dem Spiel leider auch kein Gebäude schlafen legen, gell? So wie in Anno. Das wäre geil, dass man die quasi schlafen legt. Oder halt räumt und dann abreißt. Oh, schaut mal, ich glaube, die wollen es wissen, oder? Oder doch nicht? Oder haben sie sich's anders überlegt? Da läuft ein einsamer Offizier durch die Gegend. Oh, schaut mal, wie viel Gold im Umlauf ist. Das sind alles Goldmünzen, das ist kein Erz. Wenn das alles in unseren Lagern ist, haben wir tausende von Prozent Kampfkraft. Aber warum lagern sie es hier nicht mehr ein? Ich sehe keinerlei Möglichkeiten, hier das Hauptgebäude zu entlasten, außer wir nehmen jetzt hier ein Gebiet ein und haben endlich die Möglichkeit, ein Lager zu bauen. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich mir vorstellen könnte, dass das irgendwie halbwegs gediegen über die Bühne geht.
und irgendwas fehlt ihnen an Rohstoffen. Ich denke mal, das ist Stein, aber wir haben, ja, hier liegt Stein.